Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek hier in Neuss. Heute geht es um das Thema Robotoren und Dr. Jörg Schmitz wird euch dazu jetzt mehr erzählen. Viel Spaß! Hallo zusammen, willkommen im Makerspace der Stadtbibliothek Neuss. Hier gibt es relativ viele verschiedene Sachen, Geräte, Roboter, mit denen man arbeiten kann. Ich wollte jetzt einfach nur mal kurz die vier Robotersysteme vorstellen, mit denen man hier experimentieren kann. Der einfachste Roboter, der ist für Kinder im Vorschulalter geeignet, ist der sogenannte Bee-Bot. Bee-Bot, weil er aussieht wie eine Biene. Er hat unten zwei Gummiräder, mit denen er sich bewegen kann, vorwärts, rückwärts, aber auch im Kreis auf der Stelle, wenn die Räder gegenläufig arbeiten. Auf dem Rücken vom Bee-Bot sieht man mehrere Tasten. Die führe ich gleich vor, die dienen nämlich dazu, den Bee-Bot zu programmieren. Man kann also ein festes Bewegungsprogramm einprogrammieren mit den Tasten und den Bee-Bot dann starten. Das probieren wir jetzt mal aus. Dann stelle ich den auf den Boden. Allerdings vorher muss ich den anschalten. Hier sind zwei Schiebetaster, die ich auf anstellen muss. Dann stelle ich den Roboter auf den Boden. Und die Augen leuchten, das heißt, der Roboter ist an. So, jetzt programmieren wir einfach mal, er soll zwei Schritte vorwärts gehen, soll sich dann nach links drehen, ein Schritt vorwärts und wieder nach links. Ich drücke also in der Reihenfolge, die ich gerade gesagt habe, die Tasten hier oben. Bekomme dann auch nach jedem Tastendruck so ein Klickgeräusch, so weiß ich immer, der hat diesen Tastendruck auch angenommen. Jetzt links, dann wieder vorwärts und nochmal links. So, dieses Programm mit den Schritten, die ich gerade gesagt habe, ist jetzt einprogrammiert im Bee-Bot. Und starten kann ich das Programm mit dem mittleren Taster Go. Wir sehen also, der macht zwei Schritte vorwärts. Jetzt sollte er nach links abbiegen, genau, macht einen Schritt vorwärts, nochmal links und dreimal tütütüt, dann wissen wir, er hat das Programm abgearbeitet. So kann man natürlich Aufgaben vorbereiten, wo zum Beispiel der Roboter von einer Startposition zu irgendeiner bestimmten Zielposition fahren muss, vielleicht noch über irgendwelche anderen Felder. Das fordert logisches Denken, denn man muss berücksichtigen, wenn der Roboter sich gedreht hat, dann sind natürlich die Abläufe auch um 90 Grad gedreht. So, das war's zum Bee-Bot. So, der nächste Roboter ist der Dash. Den habe ich hier. Das sieht erstmal aus wie so drei blaue Kugeln zusammengedrückt. Ist aber wirklich ein ganz raffiniertes Kerlchen. Der kann auch, wie vorhin der Bee-Bot, vorwärts, rückwärts, kann sich drehen, aber hat hier die obere Kugel, die stellt sozusagen einen Kopf dar, der sich auch bewegen kann. Und hier in der Mitte ist eine Art Auge, leuchtet. Der kann auch Töne von sich geben, sogar richtige Gespräche führen. Ich mache ihn mal an. Hinten ist so ein weißer Knopf zum Anschalten. So, dann sieht man schon, das ist der Kopf, der leuchtet. Man kann den hier auch programmieren, allerdings ist diese Art Programmierung schon etwas komplizierter. Einmal gibt es die Möglichkeit, den Roboter zu steuern. Das heißt, ich programmiere nichts, ich habe kein festgelegtes Programm wie beim Bee-Bot, sondern ich kann mit einem Tablet, ich zeige das mal, wie das aussieht, den Roboter mit zwei Feldern steuern. Und das eine Feld hier steuert die Bewegung vom Dash und dieses Feld steuert den Kopf. Ich halte das mal so ein bisschen zusammen, dass man beide gleichzeitig sieht. Ups, jetzt hat er sich irgendwie... Aha, er hat den Roboter, den findet er nicht mehr, den muss man erst wieder anmelden. So, genau, jetzt hat er sich wieder gefunden. Also mit diesem Feld kann ich den Kopf bewegen. Das mache ich mal.
ganz richtig, ich kann ihn hin und her drehen und da folgt der Roboter einfach haargenau den Bewegungen, die ich hier auf dem Tablett mache. Genauso ist das mit der Steuerung, also so fährt er vorwärts, rückwärts, kann sich drehen. Also sämtliche Bewegungen, die der Roboter drauf hat sozusagen, kann man mit dem Tablett steuern. Das ist das eine. Das ist noch so ein bisschen ähnlich wie beim Bebot. Jetzt kann man allerdings zusätzlich noch programmieren. Das heißt, man kann wirklich dem Roboter Anweisungen geben, wie er was in welcher Reihenfolge machen soll. Man kann steuern, dass sich der Kopf bewegt, man kann steuern, wo er hinfährt, man kann steuern, welche Töne er von sich gibt. Also das ist dann schon eine ganz ausgedehnte Palette von Befehlen, die man ihm geben kann. Und jetzt kommt's, hier kann man jetzt auch schon richtige Programme schreiben. Das heißt, man kann auch bestimmte Befehle, die sich wiederholen sollen, sozusagen fest programmieren. Das heißt, dass man einen Befehl 15 Mal nacheinander macht. Das ist dann ein ganz einfacher Befehl in einer Programmiersprache, die grafisch aufgebaut ist. Wie das genau funktioniert, erklären wir in einem anderen Film. Aber vom Prinzip her ist es möglich, mit dem Dash richtige Programme zu schreiben. Ja, das war in Kürze, was wir zum Dash sagen können. Jetzt kommt der nächste Roboter. So, dann kommen wir jetzt zum Roboter Nummer 3. Das ist der sogenannte Osobot, also Oso mit Z. Hier ist ein Foto von Osobot. Der sieht jetzt relativ groß aus, ist er aber nicht. Das ist nämlich der Osobot. Ein wirklich winzig kleiner Roboter, ein technisches Meisterwerk. Der hat auch wieder zwei kleine Räder. Vorwärts, rückwärts drehen, das hatten wir vorhin bei den anderen beiden Robotern schon. Der hat aber zusätzlich noch die Eigenschaft, dass er sehen kann. Und unten am Fußboden vom Roboter sind 5 Sensoren. Und zwar einer davon, der kann Farben feststellen und natürlich aus den Farben auch einen Befehl machen. Und die 4 anderen stellen fest, ob der Untergrund schwarz oder weiß ist. Das heißt, ich kann theoretisch eine schwarze Linie zeichnen und dem Roboter beibringen, diese schwarze Linie zu verfolgen. Das ist technisch also möglich mit diesem kleinen Roboter. Bevor wir sowas machen, müssen wir natürlich erstmal dem Roboter klar machen, was ist weiß, was ist schwarz, wie sieht das aus. Dazu gibt es eine Kalibrierfunktion. Hier, also das ist eben beim Roboter alles beigelegt. Bei den Unterlagen sieht man einen sogenannten Kalibrierpunkt. Das ist ein pechschwarzer Punkt, der Rest ist weiß. Und ich muss am Anfang den Roboter erstmal hier draufstellen, damit er die Farben auseinanderhalten kann. Dazu schalte ich ihn ein, 2 Sekunden lang, dann blinkt er weiß und dann steht jetzt was nicht schnell genug. So, jetzt blinkt er wieder. Dann stelle ich ihn hier drauf und der Roboter fährt dann einfach auf die weiße Fläche und weiß dann die beiden Farben. So. Als nächstes muss ich eine Linie zeichnen, die der Roboter abfährt. Ich habe da mal was vorbereitet. Jetzt hat er sich ausgestellt. Ich schalte ihn wieder an. Und zwar mit einem kurzen Druck und stelle ihn hier auf die Linie. Und ihr seht, der Roboter fährt also perfekt diese Linie nach. Was insgesamt auf die Dauer ein bisschen langweilig wäre. Ich kann nämlich jetzt noch mit Farbcodes, mit einer Farbkodierung, die an dieser Tafel zum Beispiel dargestellt ist, dem Roboter per Farben zusätzliche Befehle erteilen. Ich mache mal eine neue Linie, die mache ich jetzt mal gerade, der Einfachheit halber. Und jetzt schaue ich hier nach, da ist ein Farbcode, das besteht aus 4 Farben, grün, rot, grün, rot. Grün. Und dann geht es mit Weiß weiter und wenn alles klappt, dann müsste der Roboter das machen, was dem Farbcode zugeordnet ist. Hier steht Spin, das heißt er dreht sich. Probieren wir das mal aus. So, jetzt kommen wir zum 4. und letzten Roboter, den es im Makerspace gibt.
Das ist der Thymio. Der Thymio ist auch wieder aufgebaut wie die anderen drei. Das heißt, ich habe hier zwei Räder für vorwärts, rückwärts drehen und so weiter. Der Thymio hat aber im Gegensatz zum Osobot ein paar mehr Sensoren. Der hat einmal auch wieder am Boden unten zwei Sensoren, um einer Linie nachzufolgen, hat aber vorne zusätzlich noch Sensoren und hinten auch zwei. Und die hier sind für Kollisionsdetektion gedacht. Das heißt, der Roboter kann also mit diesen Sensoren feststellen, ob irgendwas nahe am Roboter dran ist. Ob das jetzt meine Hand ist oder eine Mauer, egal. Also das dient dazu, die Entfernung festzustellen von irgendwelchen Objekten. Anschalten tut man ihn hier. Der hat also auch so ähnlich wie der Bebot so Pfeiltasten und eine runde Taste in der Mitte. Und man sieht schon, der zeigt verschiedene Farben, je nachdem, welchen Modus man wählt. Also jede Farbe steht für einen Modus. Wir stellen mal Rot ein und bestätigen tue ich das mit der mittleren Taste. Und man sieht schon, wenn das Licht jetzt so pumpt, dann ist dieser Modus aktiv. Und dieser rote Modus zum Beispiel, das ist der Angstmodus. Da kann ich den Roboter sozusagen mit der Hand wegschieben. Und das heißt, der Roboter detektiert praktisch meine Hand mit seinen Sensoren und fährt davon weg. So, oder ich schalte jetzt mal diesen Modus aus. Nehmen wir mal diesen hier. Das ist ein Modus, der den Roboter an Wänden vorbeifahren lässt. Das heißt, wenn jetzt hier eine Wand wäre, der Roboter würde also niemals die Wand berühren, sondern immer brav an der Wand langfahren, ohne irgendeine Kollision. So. Das wäre jetzt alles nicht so ganz interessant, wenn man den Roboter nicht komplett frei programmieren könnte. Das heißt, diese zwei Modi, die ich gezeigt habe, die kann man natürlich auch erweitern durch eigene Modi, dass man zum Beispiel als Beispiel verhindert, dass der Roboter vom Tisch fällt. Mit diesen Sensoren kann man das ja machen. Das ist also frei programmiert. Das heißt, ich kann mithilfe der vorhandenen Sensoren im Roboter alles programmieren, was mir einfällt. Das ist ähnlich wie beim Osobot mit einer grafischen Programmiersprache. Damit ist das Gerät sehr flexibel und im Grunde mit dem Osobot vergleichbar von dem, was man mit dem Thymio machen kann. Ja, also auch ein Roboter, der viel Spaß machen wird. Damit verabschiede ich mich und sage vielen Dank fürs Zuschauen.